guck mal, hier steht Novalgin IV. 8 Milliliter. 8 Milliliter. Und hier steht 6 Milliliter und es läuft auf 0,8. Ja, ja, das nicht 0,8, es läuft auf 8,0. Ja, das haben wir alles schon. Das haben wir alles schon. So lautstark diskutiert wird natürlich nicht jeden Tag im Patientenzimmer in den Kliniken Maria Hilf. Aber an diesem Tag ist genau das gewünscht. Denn das Team aus Ärzten und Pflegepersonal muss unter Zeitdruck einige Fehler im vorher präparierten Patientenzimmer finden. Auch Room of Error genannt. Das Ganze dient der Übung, damit Fehler in der Praxis früh erkannt oder vermieden werden. Der Hintergrund ist, dass wir im Prinzip ein Fehlerbewusstsein schaffen wollen, dass man eben sich bewusst ist, man kann Fehler machen und auch so ein bisschen sensibilisieren, wo können diese Fehler auftauchen und einfach letzten Endes die Patientensicherheit dadurch erhöhen. Einmal steht hier Novalgin 6, das ist ja ein Übertragungsfehler in die Planette Akte. Die Allergie und alles wissen wir alles und falsche Laufrate. Ach, soll der nach Wirkstoff aufschreiben? Okay, dann sind wir jetzt bei Fehler 25 oder so. Yes. Reicht hat. Ein bisschen übereifrig, das kann schon sein, aber manchmal ist das ein gemeinsamer Fehler, der dann, sag ich mal, drei Komponenten hat und dann werden alle drei Komponenten aufgeschrieben. Aber es sind 11 Fehler eingebaut. Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt geht's für das Team in den Nebenraum. Hier wird nochmal alles durchgesprochen und die gefundenen Fehler ordentlich runtergeschrieben. Dann generell die Fixierung, die war ja nicht richtig. Einmal der Bauchgurt war ja am kompletten Bett dran. Wenn du deinen Kopfteil hochmachen willst, reißt du im Prinzip die Fixierung kaputt. Ja, war sehr lustig. War mal was anderes. Ne? Wir waren natürlich vorgewarnt, deswegen sind wir direkt auf die Suche gegangen. Und als nächstes ging ja der Blick in die Akte rein und da sind ja halt direkt die Fehler aufgefallen. Naja, dadurch, dass wir irgendwie im Alltag sowieso ein bisschen verschiedene Prioritäten haben, gehen bei jedem die Blicke natürlich so ein bisschen auf was anderes. Ach, ich denke, wir haben mehr als 11 Fehler gefunden, ja. War aber sehr gut. Ob das Team wirklich alle Fehler gefunden hat, das wurde ihnen noch nicht verraten. Die Auflösung und Besprechung gibt's erst später, damit an die nachfolgenden Teams nichts verraten werden kann. Wir dürfen aber schon mal einen Fehler verraten. Der Handdesinfektionsspender war leer. Die gute Nachricht, den Fehler hat das Team auch sofort gefunden.